Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred, und heute eine Episode, wo wir tatsächlich auf Rathaus 14 gucken. Ein Rathaus 14, das ich allerdings selber gebaut habe, klar, deswegen ist es natürlich nicht perfekt, habe ich mal eben schnell gebastelt und in diese, ja, in meine Base, in meine Rathaus 13 Base reingesetzt. Ich habe natürlich ein bisschen an den Farben gespielt, deswegen ist es so ein bisschen ins Lilane abgedriftet, was eigentlich jetzt nicht so ganz meine Intention war dahinter. Habe jetzt die Adler einfach mal nur so da drauf gepflanzt. So grob, also nicht wundern, wenn das jetzt nicht ganz so passt mit der Ausrichtung, mit den Proportionen und so weiter. Allerdings, jetzt werden wieder einige sagen, warum denn eine Adler-Dev und eine zweite Adler-Dev und so weiter? Nein. Nein, 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 nein. Die Adler-Dev verschwindet. Die Adler-Dev verschwindet. Die Adler-Dev wird auf das Rathaus gesetzt. Ich meine, es ist ja ein Konzept, von daher darf ich ja mir ausdenken, was ich will. Ich möchte es nur ein bisschen erklären für die Leute, die dann sagen, das ist doch dann viel zu schwach und was ist denn damit los? Für diejenigen, die schon etwas länger Clash of Clans spielen und die damals mitbekommen haben auf der ClashCon, wo Rathaus 11 vorgestellt wurde mit der Adler-Dev, da war die Adler-Dev noch ganz anders. Und zwar, damals hat sie nicht diese Kugeln da rausgeschossen. Wir werden es jetzt auch mal sehen bei dem Angriff von Queen, wie das denn aussieht, wenn die Adler-Dev schießt. Ich finde, die Adler-Dev ist zu schwach. Ich finde, das Spiel ist generell einfach auch viel zu einfach, denn damals, als sie das vorgestellt haben auf der ClashCon, da haben sie so gesagt, man muss so mega taktisch vorgehen und die Adler-Dev zwingt dann den Spieler dazu, den Angriff in verschiedene Phasen einzuleiten und wie kann man denn dieses Mega-Gebäude überhaupt besiegen und so weiter und so fort. Mittlerweile interessiert die Adler-Dev jetzt nicht mehr ganz so extrem, also Sie ist schon stark, klar, keine Frage, aber so irgendwie weiß ich nicht. Und es gibt auch zu viele Spam-Angriffe. Ich meine, ich hole ja oft sogar 3 Sterne. Und ich sage, das darf nicht sein. Ich gehöre zu den Casual-Spielern und ich persönlich sollte nicht so oft 3 Sterne holen. Das Spiel ist viel zu einfach. Ich habe ja diesen Rathaus 13 Cup gesehen, es gab so viele 3-Sterne-Angriffe. Jetzt ist die andere. Jetzt achtet mal, sie schießt ja die Kugeln raus, ja. Und früher gab es den Laser. Der Laser kam aus der Adler-Dev und es war zu stark und deswegen haben sie es weggemacht. Deswegen haben sie da Kugeln genommen, so Kanonenkugeln. Ey, die Adler-Dev braucht definitiv einen Laser. Aber sowas von. Die Adler-Dev muss richtig stark sein wieder. Die muss viel stärker sein wieder. Und die ist dann auf dem Rathaus drauf. Oder ist, ja, vielleicht doch 2 Adler-Devs. Die eine ist dann so wie die jetzige und die andere schießt dann wirklich mit Lasern. Das wäre schon ganz cool eigentlich. Ich meine, klar, es wird nicht so kommen. Sie werden keine Adler-Dev auf das Rathaus draufpacken. Das weiß ich schon. Ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, was sie da machen werden. Also wie soll das aussehen? Ich vermute eigentlich ganz stark, dass wir bei Rathaus 14 eine komplett neue Verteidigung sehen obendrauf. Auf dem Rathaus. Ja, es wird interessant. Ich meine, die Updates können nur besser werden. Ganz ehrlich, sie können nur besser werden. Das letzte Update, oh, das war für mich schon fast Tiefpunkt, muss ich wirklich sagen. Also, das hat schon wirklich so gar nichts, weiß ich auch nicht. Also, ich fand es schon wirklich sehr enttäuschend. Das muss ich wirklich sagen. Nichts, kein Kracher. Nicht ein einziger. Oh, den hätte ich mitnehmen können übrigens. Ärgerlich, den hätte ich mitnehmen können. Ja, damals ClashCon, das war schon richtig geil auf jeden Fall. Das war schon echt ein Burner. Die Adler-Dev, Rathaus 11 damals. Ja, und es kann nur aufwärts gehen. Ich meine, nach dem Update ging es im Endeffekt aufwärts durch die Challenge, durch die Winter-Challenge, durch die Winterszenerie. Ja, das war eigentlich dann schon ein bisschen besser. Mo, den nehmen wir jetzt mal mit. So. Dreimal Single Inferno. Ich will natürlich das Rathaus haben. Alles klar, so. Den nehmen wir mit. Das muss man mal eben überlegen. Da vorne sprengen wir auf, denn da sind dann schon mal einige Gebäude dazwischen. So. Verbietet da rein. So, zack, zack, zack. 2 rein. Eine Hexe nach außen. Pekka hinterher, zack. Und jetzt alle hinterher, Leute. So, und zack, und zack, und zack. So. Jetzt Friesel 1. Wutzauber 1. Und Friesel 2. Und jetzt, ja. Nein, er hat wieder nicht den Mauervernichter mit in den Radius gepackt. Oh mein Gott. Dein Ernst? Oh, sogar Rathaus 5 Sterne. Rathaus 13 5 Sterne. Okay. Wir haben es aber gleich. Alles okay. Wir kriegen das Rathaus. Boah, wir haben gerade mal 27%. Alter.
echt noch fast gar nichts geholt. 31%. Ja, wir nähern uns so ein bisschen an. Wir nähern uns so ein bisschen jetzt den 50% an. Ich hab noch so viele Bogies hier am Start. Aber ich kann auch die Helden noch zünden. So, der Warden ist gleich weg. Boah, gerade mal 34%. Was ist denn jetzt so? 37, 39, komm. Komm. Richtung 50 bitte. Komm, ein bisschen weiter noch Richtung 50. Ja, 41, komm. Komm. 43, 44. Ja, okay, wir nähern uns an. Ich habe es ja gesagt. Wir nähern uns jetzt den 50% noch ein bisschen an. Das ist doch schon mal nicht schlecht. So, 45, 46. Reicht's noch so gerade? Es müsste eigentlich. Oh, der Magierturm. Er fällt. Ja, er fällt noch. Okay, das reicht. Alles gut. Zweiter Stern am Start. Das war echt ein Gegurke. Oh mein Gott. Ja, die Katapulte sind natürlich sehr stark. Die hat er ja schon gelevelt hier, unser Gegner. Das muss man sagen. Das Rados ist auch stark. Adler, der finde ich jetzt nicht ganz so stark. Wie gesagt, meine Idee wäre, wir packen sie aufs Rathaus drauf. Entweder als einzige Verteidigung, also als einzige Adler-Dev mit Laserstrahlen. Ja, mit Laser, so wie es damals war. Richtig stark. Das war noch geil. Das war noch richtig cool. Aber wir können jetzt auch aufgeben. Ist eh nur noch ein Bogie da. Der wird jetzt nicht mehr ganz so viel reißen. Wir sind noch ein bisschen am Farmen. Der Loot war in Ordnung. 32.000 Bonus, lol. Nicht so viel. Ja, stimmt. Wir sind ja noch relativ weit unten. Ich war ja ganz unten bei, wie viel Pokalen? 285, glaube ich, ne? Irgendwie so den Dreh. So, wir brauchen ein bisschen Dunkles. Bedeutet, 1, 2, 3, 4, 5. Davon noch einige, 10 Stück. Und noch ein paar Magier auf jeden Fall. Auch noch so 15 Stück. Bäcker noch. Was haben wir jetzt noch? Ein bisschen Platz haben wir noch. Einen davon noch. So, Pano. 1, 2, 3, 4. Das passt auch. Belagerungsmaschinen kann ich nicht ausbauen. Wir haben die Belagerungswerkstatt im Ausbau. Forschen kann ich aktuell auch eigentlich nicht. Wobei doch, wir können forschen. Ich glaube, es ist sogar besser, wir nehmen das Dunkle zum Forschen. Ich glaube, das ist besser. Was haben wir denn? Wir haben 155.000. Boah, das kostet alles. Klar, wir sind Rathaus 13. Das kostet alles ganz schön Dunkles. Für Go Hawk oder für irgendwas, was mit Hawks und mit Golem ist, könnte ich den Golem eigentlich hochziehen. Würde mich 216 kosten. Oder wir machen die Bowler. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß auch immer noch nicht, wie es hier mit weitergehen soll mit dem Let's Play. Tut mir leid. Ich kann es noch nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich hangel mich irgendwie so von Update zu Update, weil ich immer hoffe, es würde noch irgendwas kommen. Und ich war halt so enttäuscht nach dem Update, nach dem Winter-Update, wie ja viele von euch auch. Ja, dass ich irgendwie dachte, keine Ahnung, wie soll es jetzt weitergehen. Da kam die Challenge raus und dann dachte ich, oh, da ist ein bisschen Hoffnung am Horizont, dass da vielleicht doch noch was Gescheites kommt. Ich weiß es nicht. Wir haben übrigens einen Clan-Krieg am Start. Ja, wenn die Leute jetzt noch von unten nach oben gescheit aufräumen, dann würde es funktionieren. Weil wie lange ist noch? 4 Stunden, ne? 4:22. Mein Team, ja, aber auch schon, warte mal. Ja, Queen hat 3 geholt, Professor hat 3 geholt. Und mein Elva-Account hat auch 2x3 Sterne geholt. Ja. Das ist doch schon mal gut. Also, wir machen auf jeden Fall noch einen Angriff. Hier bin ich kurz davor. Oh, wir sind kurz davor. Oh, ganz kurz davor. Rune des Goldes. Oh, Buch des Bounds. Hui, größere Saisonbank. Das wurde ja auch mal Zeit. Also, wir werden das jetzt noch irgendwann, wir müssen ja gleich mal gucken, dass wir noch was farmen und dass wir noch was ausbauen. Das ist alles ein bisschen teuer. Irgendwas Teures noch, oder? Katapult, 13,6 Millionen. Inferno-Turm, 13,6 Millionen. Das kostet alles. Haben wir noch was in der Schatzkammer? Nein, oh Gott, nichts mehr drin. Ich habe lange nicht mehr hier aktiv gespielt. Ein paar Tage jetzt nicht aktiv gespielt. Wir werden jetzt mal gucken und dann kurzer Cut. Bis gleich. Okay, der hat 9000 Dunkles, kann ich natürlich auch gebrauchen. Wir wissen, was hatte ich gesagt? Bowler oder auch Golem, das ist alles relativ teuer, weil wir ja Rados 13 sind. Und deswegen, ich bräuchte eigentlich natürlich auch noch ein bisschen Dunkles für meine Gladi. Wobei, wenn ich jetzt noch ein bisschen was sammle, könnten wir die Gladi gleich eigentlich machen und direkt auch mit dem Heldenbuch verbessern. Dann ist sie auf 5 und hat sie den weiteren Fähigkeitslevel. Wir gucken mal drauf. Ich gehe von unten vor. Nein, ich habe nichts Gescheites mehr. Oh, warte mal, wir müssen uns jetzt mal irgendwie mit dem Trick behelfen, glaube ich. Erstmal da drauf. So. Ich muss jetzt einmal freezen, es nützt alles nichts. Wir müssen die Mauer irgendwie aufsprengen, sonst wird das nichts mehr. Also die Mauer muss auf, damit wir zumindest zum Rathaus durchkommen. Das wird ein bisschen tricky werden. Komm, bisschen noch durch. Oh ja, schnapp's dir.
Schnapp dir alles! Nein, 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 bitte, bitte, bitte! Katapult weg! Okay, Katapult ist weg. Alles in Ordnung. Das Problem ist echt jetzt, dass wir jetzt nicht gut durchgekommen sind. Aber wobei, ich habe ja sowieso... Ich bin blöd. Nehmen wir sowieso E-Drax. Oh, aber ja, den... Nein, den nicht mehr ganz. Aber es hat trotzdem schon mal halbwegs funktioniert. Warte mal. Ja, mal eben überlegen. Wo ist der zweite Feger? Ich sehe den wieder nicht. Ich habe den Feger wieder nicht gesehen, aber da können wir schon mal freezen. 1, 2, 3. Warden hinterher. Ein Zauber. Zweiter Zauber. Klar, die brauchen wir noch nicht. Oh, jetzt schießt gleich alles drauf. Oh, Klarenburg hat er auch, aber nur ein paar... Oh, wobei. Der hatte ja noch Hexen da drin. Hallo, darf ich bitte mal einmal freezen? Dankeschön, sehr nett, Spiel, dass du mich mal freezen lässt. Sehr, sehr, sehr nett. Warte, wir müssen ja eben auf den Loot gucken. Das Rathaus könnte ich mir gleich noch schnappen, das ist kein Problem. Da habe ich ja noch die Helden für. Adlerdev ist jetzt weg. Loot hat aber auch noch ein bisschen. Jetzt müssen wir eben überlegen, wie wir das angehen. Außen hat er nämlich noch Loot, den will ich ganz gerne noch haben. Da lassen wir jetzt mal die Gladi mitlaufen. 46%. Wir haben noch keinen Stern übrigens, ne? Gefährlich. Gefährlich, gefährlich. Oh, außen holt er sich noch ein bisschen was. Die Königin lassen wir uns fürs Rathaus übrig. Alles in Ordnung. So. Ein bisschen Dunkles hat er auch noch. Okay, das ist da vorne. Wir gehen aufs Dunkle. Wir gehen nicht auf das Rathaus, glaube ich. Ich weiß es nicht. Also wir könnten das Rathaus, wir könnten beides locker holen. Also irgendwie so. Das Problem ist das jetzt nicht. Oh, Valkyr noch in der Clanburg. Das ist natürlich jetzt nicht ganz so geil. Ja, komm. Ich will ja mal nicht so sein. Wir schnappen uns das Rathaus. Damit wir noch den zweiten Stern haben. Damit wir noch locker den zweiten Stern jetzt uns holen können. Alles in Ordnung. So, gezündelt. Rathaus explodiert. Queen ist aber nicht in der Nähe. Ja, ein bisschen Schaden hat sie bekommen. Alles in Ordnung. So, maximalen Liga-Bonus bitte auch noch holen. Die Warden-Statue, die ist noch gefährlich. Die kriegt mich noch. Die Valkyrie kriegt mich auch noch. Ist egal. So, das war auf jeden Fall schon mal ganz gut. Ja, 5000. Plus nochmal 116. Auch der Bonus, wie süß. Der ist ja echt nicht der Rede wert. Der Bonus, der ist ja wirklich nicht der Rede wert. So, wir werden mal eben nochmal was... Nein, warte mal. Ja. Wir haben ja keine Belagerungsmaschinen, die ich selber bauen kann, weil ich ja die Werkstatt im Ausbau habe. Ihr erinnert euch. Deswegen werden wir den mal anfordern. Ich glaube nicht, dass so viele den Kampfholzwerfer hier haben. Das ist das Problem. Deswegen. Ja, dann können wir mal gucken. Na, es fehlt doch ganz wenig. Es fehlt ganz wenig, aber das kriege ich jetzt natürlich auch nicht mehr hin. Ich müsste noch zweimal mit Erdbeben angreifen. Den einen habe ich jetzt hier. Den anderen könnte ich noch machen. 5 Stück davon und nochmal 15 Stück davon. Damit wir ein bisschen Dunkles uns holen können. 3 Stück. Und ein paar davon. So, das passt. Alles klar. Zauber. Natürlich 4-mal Erdbeben. Nein, den nicht. Den fordere ich ja an. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns in einer neuen Folge wieder. Dankeschön fürs Zuschauen. Ergänzt es gerne in den Kommentaren. Rathaus 14 mit Adlerdev, ohne Adlerdev. Was kommt drauf? Kommt ein Katapult drauf? Kommt noch ein doppelstöckiger Inferno-Turm oben drauf? Ich weiß es nicht. Ich will die Adlerdev haben aus der ClashCon. Aus dem Jahr 2015. Aus Dezember 2015. Die will ich haben. Ja, oder war das Dezember? Nee, die ClashCon war eher. Die ClashCon war Oktober und das Update kam im Dezember. So. Ich möchte die Adlerdev ClashCon-Version haben von Oktober 2015 mit den Laserstrahlen. Also, schreibt es in die Kommentare und dann bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.